Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ein Konflikt soll möglicherweise der Vatikan vermitteln. Der Berater des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow, Sagladin, übergab heute Papst Johannes Paul II. Einen Brief Gorbatschows über die Entwicklung in der Baltischen Republik. Über die Unterredung selbst wurde offiziell nichts mitgeteilt. Am Abend läuft ein Ultimatum der Moskauer Führung ab. Darin wird Litauen mit Wirtschaftssanktionen gedroht, falls nicht alle Gesetze zurückgenommen würden, die auf die Loslösung von der Sowjetunion zielten. Litauens Präsident Landsbergis hat in Vilna noch einmal bekräftigt, dass die Unabhängigkeitserklärung nicht zurückgenommen wird. Das neue Gesetz über das Verfahren beim Austritt einer Republik aus der Sowjetunion kann nach Landsbergis Worten für die drei baltischen Staaten nicht gelten. Litauen, Estland und Lettland hätten sich der UdSSR nicht freiwillig angeschlossen, sondern seien widerrechtlich besetzt worden. In Erwartung möglicher Versorgungsengpässe durch die angedrohte Wirtschaftsblockade haben einige Litauer damit begonnen, Benzin auf Vorrat zu tanken. Unter anderem liefert die Sowjetunion Erdöl und Erdgas, Kohle und chemische Erzeugnisse nach Litauen. Die sowjetische Führung ist dagegen, dass das Thema Litauen beim Gipfeltreffen der Präsidenten Bush und Gorbatschow Ende Mai angesprochen wird. Der Konflikt um die Baltische Republik, so die Parteizeitung Pravda heute, sei ein rein innenpolitisches Problem der Sowjetunion. Äußerungen aus Washington hierzu seien nicht erbeten und nicht willkommen. Der amerikanische Außenminister Baker hatte gestern die angekündigten Moskauer Wirtschaftssanktionen gegen Litauen kritisiert. Solche Zwangsmaßnahmen, so sagte er im Fernsehen, würden sich negativ auf die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen auswirken. An die Gläubigen Litauens richtete Papst Johannes Paul II. Nach seiner Ostermesse in Rom einen besonderen Segenswunsch. Er hoffe auf verständnisvollen Dialog. Der Papst grüßte auch die deutschsprachigen Gläubigen. Frohe und gesegnete Ostern! Der Friede des Auferstandenen sei mit euch. Zur Osterfeier mit dem anschließenden Segen Urbi et Orbi waren trotz Nieselregens mehr als 150.000 Menschen auf dem Petersplatz versammelt. Erstmals wurde die Veranstaltung auch in die Sowjetunion übertragen. Der Papst forderte im Namen des auferstandenen Christus zur Selbstüberwindung zugunsten anderer auf. In Bulgarien konnte die orthodoxe Kirche erstmals seit 40 Jahren ohne staatliche Einschränkung Ostern feiern. Mehr als 100.000 Menschen kamen heute früh in der Hauptstadt Sofia zu einer Messe unter freiem Himmel. In Rumänien, wo Ende vorigen Jahres der kommunistische Diktator Ceausescu gestürzt worden war, übertrug das staatliche Fernsehen erstmals wieder Gottesdienste aus Bukarest und anderen Städten. Zum Jahrestag des Beginns der Demokratiebewegung in China verhinderte heute ein Massenaufgebot von Polizei Kundgebungen auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Nur einem Mann gelang es, durch die Kontrollen bis an den Ort zu gelangen, an dem Studenten während der vergangenen Unruhen ihr Hauptquartier hatten. Als er versuchte, einen Kranz niederzulegen, griff die Polizei sofort ein und führte ihn ab. Im Juni 1989 waren auf dem Platz Demonstrationen blutig beendet worden. Die USA und Großbritannien befürworten offenbar die baldige Einberufung eines NATO-Gipfels zum Thema deutsche Einheit. Der Rundfunksender BBC berichtete heute unter Berufung auf Londoner Regierungskreise, Präsident Bush und Premierministerin Thatcher hätten sich bei ihrer Begegnung auf den Bermudas für ein solches Treffen aller 16 NATO-Staaten ausgesprochen. Außerdem könnten dabei die neuen sicherheitspolitischen Fragen zur Sprache kommen, die sich aus den Umwälzungen in Osteuropa ergeben. In Berlin hat heute der erste grenzüberschreitende Ostermarsch stattgefunden. Er war Teil von 300 Kundgebungen der Friedensbewegung in beiden deutschen Staaten, an denen sich rund 20.000 Menschen beteiligten. Berlin ohne Mauern, Deutschland ohne Waffen, Europa ohne Blöcke. Ostermarsch 90 für ein Berlin ohne Militär mit Start im Ostteil der Stadt. Eine Demonstration, zu der nach längerer Pause erstmals wieder DDR-Fahnen öffentlich zu sehen waren. Wegen der Teilnahme von FDJ und SED-Nachfolgepartei PDS hatte es im Vorfeld der Veranstaltung Parteiengezänk gegeben. Auch die West-SPD hatte sich im letzten Moment distanziert, während die versöhnlichen Worte vom Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde heute in Ost-Berlin kamen. Der Ost-West-Ostermarsch als Symbol des gemeinsamen Handelns unterschiedlich politisch motivierter Gruppen.
Rund 10.000 Teilnehmer, das hat es in Ost-Berlin aus diesem Anlass noch nie gegeben. Die alte SED-Führung sah keinen Handlungsbedarf für grenzüberschreitende Solidarität. Für die Ostermarschbewegung war stets der Westen zuständig. Für Frieden und Abrüstung, Glasnost für ganz Deutschland, Forderungen der Demonstranten, mit denen auch die sprachlosen Soldaten am Übergang nach West-Berlin leben können. Auch das ein Novum. Nach Passkontrollen und strengem Blick aufs Ohrläppchen war heute niemand zumute. Grünes Licht für die erste gemeinsame grenzüberschreitende Demonstration. Der zweite deutsch-deutsche Ostermarsch führte zum Horchposten der amerikanischen Armee Point Alpha bei Rastorf. An die Grenze zwischen Thüringen und Hessen waren rund 1.000 Menschen gekommen. Die Ostermarschierer forderten die Umwandlung von Point Alpha zu einem Ort des Friedens und begannen mit der Grundsteinlegung für eine internationale Begegnungsstätte. Nach Informationen der New York Times planen die US-Streitkräfte die Schließung dieser Horchposten an der innerdeutschen Grenze. In der südafrikanischen Provinz Natal sind heute nach Angaben der Polizei erneut insgesamt 20 Menschen getötet worden. Sie starben bei Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten schwarzen Gruppen. Bei dem schwersten Zwischenfall südwestlich der Hafenstadt Durban kamen allein 10 Männer ums Leben. Gegner in dem seit 4 Jahren andauernden Kampf um die Vorherrschaft in Natal sind vor allem der Afrikanische Nationalkongress und die Inkatha-Bewegung des Zulu-Führers Buthelezi. Der Vizepräsident des ANC, Mandela, hat gestern die Foltervorwürfe gegen den militärischen Arm der Befreiungsbewegung bestätigt. 5 ehemalige Mitglieder der Organisation hatten berichtet, sie seien 1984 in einem ANC-Lager in Mangola misshandelt worden. Die Folterer hätten sie verdächtigt, südafrikanische Agenten zu sein. Mandela erklärte, eine interne Untersuchung habe ergeben, dass die Vorwürfe richtig seien. Die Leiter der Lager seien sofort entlassen worden. Nelson Mandela ist heute in London eingetroffen. Er und seine Frau Winnie sind morgen Ehrengäste bei einem Rockkonzert im Wembley-Stadion. Damit soll die Freilassung Mandelas nach 28 Jahren in südafrikanischer Haft gefeiert werden. Mandela sagte, er habe sich immer auf die Gelegenheit gefreut, den Briten für ihre Unterstützung im Kampf gegen die Apartheid zu danken. Ein Treffen mit Premierministerin Thatcher lehnte Mandela ab, weil Großbritannien nach seiner Freilassung die Sanktionen gegen Südafrika gelockert hatte. Der erwartete Besucheransturm von Bundesbürgern in der DDR ist ausgeblieben. Die Voraussagen über Staus, aber wohl auch schlechtes Wetter, hielten viele vom Ausflug über die innerdeutsche Grenze hinweg ab. Zahlreiche Touristenstädte hatten heute vorsorglich ihre Innenstädte für den Verkehr dicht gemacht. Weimar und Eisenach zum Beispiel, aus Angst, von einer Besucherwelle aus Richtung Westen überrollt zu werden. Weil es aber auch am Stadtrand, wie hier in Eisenach, keine Parkplätze gibt, blieben die DDR-Einwohner vielfach unter sich, zusammen mit ihren Gastarbeitern aus Mosambik. Und wer da gedacht hatte, die Gastronomie würde nicht fertig mit dem Besucheransturm, auch der sah sich heute getäuscht. Bratwurststände und Verkaufsbuden an allen Ecken und Enden. Einzig die Touristen aus der Bundesrepublik fehlten heute. Vertreten waren die Westdeutschen allerdings als Händler. Die geschäftliche Seite hatten sie heute im Griff. Da gab es Brathähnchen für 12 Mark Ost. Wenige Straßen weiter verkaufte eine Eisenacher Brauerei Westcola für 50 Ostpfennige. Bei einem offiziellen Umtauschsatz von 1:3 für Bundesbürger ebenso ein Traumpreis wie die eine Ostmark für eine echte Thüringer Bratwurst. Die für den Individualverkehr gesperrte Zufahrt zur Wartburg. Auch hier war ein Unternehmen aus der Bundesrepublik eingesprungen mit dem Wartburg-Express, dass ja kein Tourist zu Fuß die Burg erklimmen muss. Und da gab es auch noch diese 2 Jungs aus Eisenach. Sie boten selbst hergestelltes Popcorn an, vorzugsweise gegen Westmark. Weil das mit Ostgeld kann man hier nicht viel anfangen. Probleme an den Grenzen gab es heute übrigens keine. Ost-Berlin hatte Anweisungen gegeben. Zahlreiche Autofahrer wurden wie hier in Herleshausen ganz ohne Passkontrolle einfach durchgewinkt.